Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Kolleginnen, ich darf Sie heute im Namen des Wiesenthal-Instituts zu unserem zweiten virtuellen Simon-Wiesenthal-Lecture in diesem akademischen Jahr willkommen heißen. Wir freuen uns heute, Herr Professor Caspar Badgei als Vortragender begrüßen zu dürfen. Der heutige Abend wird von unserer Kollegin Marianne Winsberger moderiert. Frau Winsberger studierte vergleichende Literaturwissenschaft und Romanistik an der Uni Wien und seit 2018 ist am Wiener Wiesenthal-Institut als Forschungsassistentin tätig. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die literarische Repräsentation des Holocaust, jiddische Literatur und Erinnerungstheorie. Also herzlich willkommen und Marianne, the floor is yours. Ja, ich freue mich auch sehr über diese Simon Wiesenthal Lecture, diesmal schon zum zweiten Mal in diesem Online-Format. Ich möchte ganz kurz etwas zur Idee der Simon Wiesenthal Lecture sagen, bevor ich unseren Referenten Caspar Badgei vorstellen werde. Die Vortragsreihe der Simon Wiesenthal Lectures gibt es eigentlich seit 2007 und hat sich in der Aufbauphase des Wiener Wiesenthal Instituts etabliert, wurde immer in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Staatsarchiv, das immer eigentlich unser Gastgeber war, mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien organisiert. Es geht bei dieser Lecture um wissenschaftliche Ergebnisse im Bereich der Holocaust-Forschung vorzustellen und zu diskutieren. Besonders freuen wir uns, dass in diesem Rahmen das Feld der Holocaust-Studien immer wieder auch für Diskussionen von literaturwissenschaftlichen Fragestellungen und hier vor allem eben auch für dieses interdisziplinäre Feld der Holocaust-Studien sehr repräsentativ ist. Heute freuen wir uns eben über den Vortrag von Caspar Badgei zu Umdeutung, Umerzählung, Dekontextualisierung, die Shoah in der Gegenwart. Caspar Badgei unterrichtet neuere deutsche Literatur und vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität Basel sowie Kommunikation und Kultur an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Im Frühling 2000 war er als Research Fellow am IFK in Wien. Zu seinen vielen Buchpublikationen zählen unter anderem Geschichte der Möglichkeit, Utopie, Diaspora und die jüdische Frage oder auch Connected Jews, Expressions of Community in Analog and Digital Culture oder vielleicht auch zum heutigen Abend passen Judentum und Popkultur, ein Essay. Fragen können Sie über den Chat oder die Q&A-Box stellen. Wir werden dann sozusagen nach dem Vortrag die Diskussion öffnen. Ja, und jetzt freue ich mich sehr auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für die Einführung und die Einladung. Es ist natürlich eine ehrenvolle Einladung, diese Wiesenthal-Lecture hier halten zu dürfen. Ich wäre natürlich lieber in Wien, und aber so ist es auch sehr schön und wir sind ja auch schon daran gewöhnt und es können so auch Leute teilnehmen, die sonst gar nicht nach Wien kommen könnten heute. Ja, ich möchte anfangen mit einem Bild. Sie haben bestimmt alle solche Bilder gesehen, bei denen eben Menschen in verschiedenen Städten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert haben. Es wurde oft darauf hingewiesen, dass einige Demonstrierende einen sogenannten Judenstern trugen oder sich auf die Ikone Anne Frank beriefen. Diese Vergleiche sollten offensichtlich aussagen, dass die Gegner von Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus oder sogenannte Impfgegner ähnlich verfolgt würden wie die jüdische Bevölkerung während des Nationalsozialismus. Ich möchte hier nicht noch einmal ausführen, warum dieser Vergleich nicht nur absurd, sondern auch revisionistisch und damit tendenziell antisemitisch ist. Dass der Vergleich aber überhaupt gemacht wird, zeigt eine eigenartige Wahrnehmung der historischen Geschehnisse des Holocausts. Man beruft sich darauf, gerade weil die Shoah einen singulären Status einnimmt und zumindest in Deutschland, denke auch in Österreich, eine Art ethischen Nullpunkt darstellt.
der Zivilisationsbruch, wie der Historiker Dandine das genannt hat. An diesem Punkt richtet sich Politik und politisches Handeln bis heute aus oder gibt zumindest vor, sich danach auszurichten. Gleichzeitig aber greift der Vergleich der Impfgegner diese Singularität des Holocausts auch an. Weil man sich selbst in einer Opferperspektive sieht, will man sich aus der historischen Verantwortlichkeit befreien. Es ist eine Schuldumkehr, wobei man sich auch von Geschichtlichkeit überhaupt verabschiedet. Diese Instrumentalisierung ikonischer Zeichen der Shoah ist natürlich skandalös, aber es ist genau dieses Skandalisierungspotenzial, die von denjenigen, die diese Zeichen zur Schau stellen, auch einberechnet wird. Und dies motivierte eventuell auch jenen Mann, der kürzlich bei der Erstürmung des Kapitols in Washington D.C. einen Kapuzenpulli mit der Aufschrift Camp Auschwitz trug. Die Bilder des Mannes fanden über Social Media innerhalb von Stunden globale Verbreitung und sie wurden tausendfach kommentiert. Wer jetzt bei Google oder in der Suchleiste von Twitter nach dem Stichwort Camp Auschwitz sucht, erhält zuerst News über diesen sogenannten Camp Auschwitz-Guy, bevor man über das historische deutsche Vernichtungslager gleichen Namens informiert wird. Die Vergangenheit oder das, was als historisches Gedächtnis von ihr übrig bleibt, scheint also ersetzt zu werden. Ersetzt zu werden mit einer ebenso trivialen wie ungeheuer saugfähigen Gegenwart. Die Umdeutung der Geschichte führt von der Tragödie nicht nur zur Farce, das ist ein berühmtes Zitat von Karl Marx, sondern zu einer Art Reinszenierung als absurdes Theater oder es ist auch eine psychedelische Freakshow. Ich möchte in meinem Referat heute in den nächsten 45 Minuten, denke ich, weniger über die Motive und Intentionen von rechtsradikalen Demonstrantinnen und Demonstranten sprechen. Vielmehr möchte ich einige kulturelle Phänomene diskutieren, die mit den aufgeworfenen Fragen einer Umdeutung von Geschichte zu tun haben. Der Schwerpunkt bildet dabei im Folgenden vor allem ein spezifisches Genre, nämlich die Alternate History. Dieses Genre nennt man je nach Zusammenhang und der Implikation auch kontrafaktisches Erzählen, parahistorisches Erzählen, Allohistorie oder Uchronie. Dieses Erzählmuster, das aus der Literatur kommt, das man heute aber auch in Filmen, Serien und vor allem in Videospielen findet, geht meistens von Was-wäre-wenn-Fragen aus. Also zum Beispiel von der Annahme, dass die Wikinger Nordamerika besiedelt hätten, die Inkas Europa erobert hätten oder Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte. Und ich möchte mit Ihnen jetzt vor allem einige solcher Erzählungen in den Blick nehmen, die eine Art Umerzählung der Shoah vornehmen oder sogar eine fiktive Welt schildern, in der es den Holocaust nicht gegeben hätte. Es wird dabei auch um die Frage gehen, inwiefern solche narrative, revisionistische Züge annehmen können oder ob sie nicht vielmehr ein historisches Erzählen erproben können, das innovative Zugänge zur Geschichte bietet und über hochpolitisierte Gedenkrituale hinausgehen können. Ein solches Erzählen, das wäre meine These dann, unterliegt nicht dem Zwang zu einem vermeintlichen Realismus, sondern weist ein Potenzial zur Destabilisierung und Irritation auf, das der Vielschichtigkeit der Erinnerung Rechnung trägt. Genau, hier haben Sie noch das. Beginnen möchte ich mit meinen exemplarischen Analysen mit einem eher banalen Beispiel. Dieses Beispiel stammt aus dem Frühling, Sommer 2019, also es ist noch einigermaßen gegenwärtig. Obwohl es für mich Corona-bedingt doch schon recht lange her erscheint. Die deutsche Band Rammstein verursachte einen kleineren Skandal mit ihrem Musikvideo zum Song Deutschland. Musikalisch ist das Lied nichts Neues, es ist reinstes Rammstein-Material, also eine Art tanzbarer Hardrock mit Glamrock und Elektro-Elementen. Leadsänger Till Lindemann und seine 5 Bandkollegen spielen bereits seit den 1990er Jahren mit Ambivalenzen bezüglich ihrer martialisch inszenierten Männlichkeit und
eben auch mit dem Bezug zu faschistischer oder faschistoider Ästhetik. Allerdings machte gerade das Rammstein zu einer der international erfolgreichsten deutschen Bands. Also die Tonträger von Rammstein verkaufen sich wirklich millionenfach und die Band tourt, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, international und tritt in riesigen Stadien auf. Der Song Deutschland beendet diese Ambivalenz einerseits, denn die Lyrics sind eindeutiger. Das heißt dort unter anderem: Deutschland, meine Liebe, kann ich dir nicht geben. Andererseits ist das opulente, mehr als 9-minütige Video ein Bildspektakel, das sehr vieldeutig ist. Es wird dort keine Geschichte im stringenten Sinn erzählt, sondern es wird ein hypnotisches Panorama des Schreckens vorgeführt. Das geht vom Teutoburger Wald über Luther bis zum Nationalsozialismus der Stasi und der RAF. Der Skandal verursachte dabei vor allem die Werbestrategie der Band. Zur Vorankündigung wurden einige Sekunden aus dem Video veröffentlicht. Und es war eine Sequenz, die die Bandmitglieder als Gefangene eines Konzentrationslagers also vor ihrer Hinrichtung zeigt. Dass mit fiktionalen Bildern des Holocaust geworben wird, war ein kalkulierter Tabubruch. Und der natürlich genau deshalb auch funktionierte. Das Video selbst ist sehr viel komplexer. Auffällig ist die Figur der Germania, die sehen Sie hier, des personifizierten Deutschlands, gespielt von der afrodeutschen Schauspielerin Ruby Comey. Die schwarze Germania zeigt ostentativ ein alternatives Bild deutscher Identität. Und auch sonst erzählt das Video teilweise eine alternative Geschichte. Die vielleicht interessanteste Szene zeigt die Bandmitglieder, also als KZ-Häftlinge, wie sie mit Gewehren SS-Leuten in den Kopf schießen. Die Szene ist bezeichnend, weil sie eine fiktive Umkehr der historischen Gewalt darstellt. Eine Szene, die sich historisch so unmöglich hätte ereignen können, die sich auf jeden Fall nicht ereignet hat, aber eine bestimmte Fantasie darstellt. Diese Fantasie erinnert an Quentin Tarantinos Racheplot im Film Inglourious Basterds, ein Film, auf den ich später noch zurückkommen werde. Die Szene im Rammstein-Video zeigt auch unter anderem, dass Song und Video als Intention nicht eine neonazistische Botschaft haben sollten, obwohl die möglichen Missverständnisse wohl programmiert waren. Die Darstellung von Geschichte im Rammstein-Video zu Deutschland, zu diesem Song, ist meines Erachtens symptomatisch für einen Boom des kontrafaktischen oder des parahistorischen Erzählens in der Gegenwart. Bevor ich nun zu weiteren Beispielen komme, möchte ich kurz auf die Geschichte dieser Art zu erzählen eingehen. Und dazu müssen wir uns, natürlich, ich bin Literaturhistoriker auch, müssen wir uns ans Ende des 18. Jahrhunderts begeben und kurz die literarische Gattung der Utopie uns anschauen. Die Utopie, was ist das eigentlich? Ist eine fiktionale Darstellung einer besseren oder auch einer schlechteren Gesellschaft an einem anderen Ort. Das ist meistens eine Insel. Am Ende des 18. Jahrhunderts erlebte diese Gattung eine Verzeitlichung. Das heißt, der Nichtort dieser utopischen Gesellschaft wird in die Zukunft verlegt. Diese Gattungsentwicklung, dass eine bessere Gesellschaft in der Zukunft sich imaginiert wird, das steht unter dem Eindruck der Idee des Fortschritts und der Französischen Revolution, als krasser Bruch mit einer jahrhundertealten, zuvor als gottgewollt geltenden Ordnung. Eine bessere Zukunft scheint nun durch Menschen machbar und möglich. Die literarische Alternativgeschichte ist ein Ausdruck des damit einhergehenden Bewusstseins für Kontingenz und der Veränderbarkeit der Geschichte. Sie ist nämlich ebenfalls eine Art Utopie, die aber in das Mögliche, in die Potentialität hinein verlegt wird. Und die erste solche Alternate History in Romanlänge erscheint dann auch in Frankreich 1836. Es ist ein Buch von Louis Chauffré und es heißt Napoléon et la Conquête du Monde. Es geht davon aus, dass Napoleon bei Waterloo siegt und in der Folge zum Weltdiktator aufsteigt.
Das wichtigste inhaltliche Merkmal des Genres ist, wie es dieses erste Werk von Louis Chauffré vorgibt, die narrative Ausgestaltung von Folgen einer oder mehreren Veränderungen eines einschneidenden historischen Ereignisses. Das wäre so eine Lexikon-Definition. Man nennt dieses Ereignis auch der Konvergenzpunkt. Im Zusammenhang jüdischer Geschichte, und damit habe ich mich besonders beschäftigt, vielleicht ein kleines Detail, Theodor Herzl, der natürlich bekannt ist als Autor des Romans Altneuland, das ist eine klassische literarische Utopie, die dann bei der Gründung des Staates Israels auch eine bestimmte Rolle gespielt hat, hat auch eine Kurzgeschichte geschrieben und publiziert, der Unternehmer Bonaparte. Dort geht es darum, dass Napoleon gar nie zum Feldherr wird, zum Offizier, sondern er wird Kaufhausbesitzer und größenwahnsinnig, also ebenfalls größenwahnsinniger, aber geht nie in die Politik. Das wäre natürlich bei anderen Politikern auch sehr angenehm gewesen. Dies zeigt wohl, dass Herzl eben eine besondere Sensibilität für Wendepunkte und die Kontingenz der Geschichte besaß. Und zugleich war er vollkommen vom Konzept des sogenannten großen Mannes überzeugt, der Geschichte gestaltet und ohne den sie anders verlaufen würde. Und Herzl selbst wollte natürlich genau so ein Mann sein, der den Lauf der Geschichte ändert. Eigentliche Popularität gewinnt das Genre der Alternate History aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das hat sicher verschiedene Gründe. Es liegt an der zunehmenden Delegitimation von politischen Ideologien. Es liegt vielleicht auch an einem zunehmenden Bewusstsein für die Offenheit von Geschichte, für die Offenheit von Realität an sich. Ja, also das kommt durch die Veränderung des physikalischen Weltbildes, durch die Relativitäts- und Quantentheorien. Aber es kommt auch vielleicht dadurch, dass eben die populäre Kultur immer ein größeres Primat hat, dass die Genres von Jugend- und Popkultur sich mit der sogenannten Hochkultur mischen und an Legitimität gewinnen. In unserem Kontext fällt auf, dass gerade der Zweite Weltkrieg und die Annahme, die Nazis hätten den Zweiten Weltkrieg gewonnen, zu einem der beliebtesten alternativgeschichtlichen Themen, vor allem in der englischen und in der nordamerikanischen Literatur zählen. Hier sind die beiden Klassiker, einschlägigen Romane, sicher The Man in the High Castle von Philip K. Dick. Das ist ein sehr komplexes Buch, das auch metafiktional funktioniert, das jetzt gerade vor einigen Jahren zur Serie auf Amazon umgewandelt wurde. Und Robert Harris, ein britischer Autor, Fatherland von 1992, das davon ausgeht, dass die Nazis Großbritannien besetzt haben. In einer Studie mit dem Titel The World Hitler Never Made hat der Historiker Gabriel Rosenfeld 2005 solche Erzählungen untersucht und auch die wenigen parahistorischen Texte über die Shoah, die es damals gab, einbezogen. Rosenfeld stellte vor allem die Frage, welche Konsequenzen man aus solchen Umerzählungen der Shoah für die Erinnerung an den Nationalsozialismus und die öffentliche Repräsentation der Geschichte ziehen kann. Einzelne Werke sind für Rosenfeld ein Indiz dafür, dass sich das globale Gedächtnis an die Shoah vom ritualisierten und moralisch verbindlichen Gedenken wegbewegt hin zu experimentellen Formen der Repräsentation. Und Rosenfeld wertet das auch moralisch und er lehnt es tendenziell ab. Aus meiner literaturwissenschaftlichen Perspektive würde ich das parahistorische Erzählen der Shoah nicht unbedingt ausschließlich als Flucht aus der Geschichte oder als Revisionismus lesen, sondern im Gegenteil als historische Interpretation oder besser gesagt als historiografische Reflexion solcher Deutungen. Die normative Frage, eben ob es angemessen ist, kontrafaktisch überhaupt zu erzählen von Geschichte, verdichtet sich im Fall des Holocaust und es verdichtet auch ein Problem, das sich streng genommen bei jedem Erzählen stellt. Alle literarischen oder fiktionalisierenden Zugänge schreiben historische Fakten wenigstens teilweise um und überführen sie in ein ästhetisches Dispositiv. Das alternativgeschichtliche Erzählen, das werde ich dann jetzt auch ausführen und zeigen, das alternativgeschichtliche Erzählen leugnet die historischen
Ereignisse eigentlich nicht, sondern spiegelt sie oft in satirischer Weise oder oft indem es etwas kenntlich macht. Ich möchte Ihnen dazu ein erstes Beispiel nennen. Es ist vielleicht nicht besonders gelungen, aber es hat doch eine gewisse Anschaulichkeit. Es entstammt dem Roman Der Komet, 2013 erschienen von Hannes Stein. Es gibt dort eine Welt, die wird dort geschildert, in der der Erste Weltkrieg nie stattgefunden hätte und somit auch nicht der Zweite Weltkrieg. Schauplatz ist die Stadt Wien. Es ist ein sehr schönes Wien im Jahr 2001, eine Stadt des Friedens. Und wir sehen ein modernes Österreich-Ungarn, das es eben immer noch gibt. Doch in diesem kontrafaktischen Österreich 2001 taucht dann in Passage ein Psychiatriepatient auf, der von rätselhaften Albträumen geplagt wird. In diesen Albträumen sieht er Todeslager und Gaskammern. Und alle denken, er ist verrückt. Und dieses Detail zeigt oder schildert paradoxerweise eher die kulturelle Unhintergehbarkeit der Shoah, also den nicht konvertiblen Zivilisationsbruch. Und es zeigt gerade nicht die Negierung dieses Bruchs in der unmöglichen Erzählung von einer heilgebliebenen Zivilisation. Das scheint also, das wäre eine meiner Thesen, dass jede Thematisierung einer möglichen Welt ohne den Holocaust immer auf die Unmöglichkeit dieser Vorstellung verweist. Also wir finden in der Literatur keine Versuche, eine Welt wirklich ohne Holocaust sich vorzustellen, sondern es wird immer gezeigt, die Unmöglichkeit. Und dies geht nun einerseits aus dem spezifischen Ereignis der Shoah hervor, ja, weil es eben wie kein anderes immer noch unsere Vorstellungen von Politik und Moral grundiert. Andererseits aber ist diese Unmöglichkeit auch verbunden mit einer Eigenheit der Alternate History. Diese ist nämlich, wie gesagt, gar kein richtiges Umerzählen, sondern legt auf verschiedene Weise das Verhältnis von Fiktion und Geschichte offen. Es kann auch sogar den Opfern der Geschichte eine ganz neue Stimme und auch Sichtbarkeit geben. Oft gleicht das einem Spielen mit Geschichte und einem Spiel mit den Fakten, das selbstbezüglich ist und sich anders als die an Fakten orientierte journalistische oder historische Darstellung nicht am Gegensatz von wahr und falsch ausrichtet. Dennoch hat solches Erzählen, wie jedes fiktionale Erzählen, eine bestimmte gesellschaftliche Funktion. Und das würde ich Ihnen kurz mit einigen theoretischen Sätzen deutlich machen. Wir kommen dann nachher zu Beispielen, wo es dann wirklich ein bisschen anschaulicher wird. Ich hoffe, ich quäle Sie nicht zu sehr mit Erzähltheorie, aber ich würde doch ganz kurz darauf eingehen, weil es wichtig ist, glaube ich, zu verstehen, was eigentlich eben diese Alternate History macht. Nach dem Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke kann das Erzählen, so schreibt er, als Organon einer unablässigen kulturellen Selbsttransformation beschrieben werden. Also damit meint er, dass es das Erzählen die Welt nicht nur abbildet, sondern auch mit Sinn, auch Sinn stiftet. Das Erzählen gibt eine symbolische Orientierung, vielleicht im Märchen für Kinder, aber es zeigt auch Unsinn, also auch das Gegenteil. Und das ist eine ganz allgemeine Perspektive. Wenn man das so anschaut, dann ist das Erzählen eine symbolische Tätigkeit, die eine Gesellschaft über sich und ihre sozialen, politischen, kulturellen und wissenschaftlichen Realitäten reflektieren lässt. Das Erzählen ist wie das Spielen auch so eine symbolische Spiegelung von sich selbst, von einem selbst und der Welt. Und man unterbricht damit den Lauf der Welt, so für einen Augenblick, nämlich indem man die Erzählung zuhört oder man sie liest oder sich anschaut im Film. Erzählungen modellieren auch soziale Zeit. Sie strukturieren unseren sozialen Raum und gerade diese Funktion der Modellierung von Zeit tritt im kontrafaktischen Erzählen speziell hervor, weil sie eben die Umkehrbarkeit oder die Unumkehrbarkeit von historischen Ereignissen probeweise auch aufhebt. Also man tut so, es ist ein Experiment, man tut so, als könnte man etwas umkehren, als könnte man etwas aufheben. Und so auch das kulturelle Gedächtnis immer irgendwie in Frage stellt, es deutet.
Koschor gesagt, auch dass im Erzählen Gesellschaften in Kontakt mit ihrem möglichen Anderssein treten. Und das finde ich auch bezeichnend für jetzt mein Thema. Bis vor einigen Jahren galt es natürlich als kaum angemessen, sich ein mögliches Anderssein auch für die Shoah vorzustellen. Die Vernichtung war dermaßen außergewöhnlich oder ist dermaßen außergewöhnlich in Ausmaß und planmäßiger Ausführung, dass jegliche Fiktion als unangemessen galt. Mit einigem zeitlichen Abstand muss man aber feststellen, dass mit dem allmählichen Sterben der Zeitzeugen eben auch die Shoah Eingang in die populäre Kultur und Vorstellung gefunden hat und dass gerade der Status der Shoah als absolute so seiende Negativität in gewisser Weise danach ruft, ihre Umkehrung und die Rache als eine Art von Umkehr irgendwie zu imaginieren. Ja, und es ist einfach auch ein Fakt, dass es eben jetzt solche Erzählungen gibt und wir müssen damit umgehen. Solche Imaginationen bekamen eine hohe Popularität durch Quentin Tarantinos bereits erwähnten Film Inglourious Basterds von 2009. Ich glaube, seitdem kann man das irgendwie auch nicht mehr ignorieren. Und ich werde nun kurz, aber doch etwas genauer auf diesen Film eingehen und dann auf im zweiten Teil des Vortrags auf einige weitere Beispiele aus dem Bereich der Literatur zu sprechen kommen. Und ich möchte danach fragen, jeweils welche Art von Umerzählung wir hier vor uns haben und welche Konsequenzen wir daraus ziehen können. Tarantinos Film, um darauf jetzt zuerst zu sprechen zu kommen, zeigt ein alternatives Universum. In diesem Universum erschießen amerikanisch-jüdische Soldaten Hitler und eine jüdische Kinobesitzerin und ihr schwarzer Freund machen den Nazis in Paris den Garaus. Diese Handlung wird ausgeschmückt mit grotesken und absurden Details, die dem Film jeglichen Anschein von historischer Dokumentation nehmen. Also wenn man sagen würde, ja, der Film verfälscht irgendwie Geschichte, das wäre eigentlich ein absurder Vorwurf, weil der Film zeigt in jeder Sekunde, dass er nicht die Wahrheit, dass er etwas völlig anderes ist als eine historische Darstellung. Vielmehr ist er eben ein selbstbezügliches Spiel mit Zitaten aus dem Weltkriegskino. Tarantinos, das wurde oft auch schon gesagt. Tarantinos Film zeigt, dass unser Gedächtnis an die Shoah längst ein medial vermitteltes ist. Die Shoah selbst ist ein Teil der Popkultur geworden, ob man das mag oder nicht. Und das inszeniert Tarantino mit seinem kontrafaktischen Narrativ. Die Handlung wird vor allem durch das für Tarantino typische Rachemotiv bestimmt. Und ja, Rache ist immer hochgradig kontrafaktisch. Es geht ja darum, etwas zu vergelten, zurechtzurücken, noch einmal aber anders zu erleben. Ein Trauma soll umgekehrt werden, indem die Situation zwischen Täter und Opfer umgekehrt wird. In der spektakulären Schlussszene des Films sehen wir dann auch, wie die gesamte Nazi-Führungsriege, Goebbels, Hitler und so weiter, ausgelöscht wird, während die Asche einer verbrennenden Kinoleinwand durch den Saal tanzt. Und für mich liegt es auf der Hand, dass das eine nicht besonders subtile Anspielung auf die Krematorien der Vernichtungslager darstellt. Man könnte dieses Bild, das Sie hier auch sehen, so deuten, dass auch in der kontrafaktischen Welt die Erinnerung an die Shoah paradoxerweise noch enthalten ist. Eine ähnliche Struktur finden wir in, ich habe hier eine Liste von Romanen, die sind sehr unvollständig, es sind einfach jetzt einige, die ich gelesen habe und auf die ich jetzt nicht alle eingehen werde, aber auf zwei, auf die obersten beiden hier. Eine ähnliche Struktur finden wir in Stephen Frys Roman Making History. Und das ist jetzt nicht mehr ganz Gegenwart, das ist in den 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, aber ich beziehe ihn jetzt mal ein. Fry selbst ist Sohn einer deutsch-jüdischen Immigrantin in Großbritannien. Er ist Komiker, Schauspieler und Schriftsteller und vieles mehr. Und diese Vielfalt findet sich auch in seinem Text. Der Roman Making History ist ein groteskes Buch. Also auch die Groteske ist etwas, was das Alternate History Erzählen immer oft hat. Und es spielt mit verschiedenen Genres und auch das ist sehr typisch.
Die Hauptperson des Romans Making History ist ein Doktorand, Michael Young, der in Cambridge eine Dissertation über das Leben Adolf Hitlers schreibt. Diese Dissertation misslingt vollkommen, weil er schreibt eigentlich so eine fiktionale und kitschige Love Story über Hitlers Eltern. Und diese vollkommen idiotische Verfehlung des historischen, also des akademischen Schreibens auch, wie man eben über Geschichte sich zu äußern hat, kennzeichnet jetzt nicht nur diesen Text im Text, sondern natürlich auch den Roman selbst, Making History. Der Roman imaginiert sich ebenfalls eine literarische und keine faktisch korrekte Geschichte. Und es geht darum, also die Handlung ist grotesk, es geht darum, dass eine Maschine erfunden wird, mit der man Materie in die Zeit zurückschicken kann. Und die Figuren beschließen, eine soeben erfundene Unfruchtbarkeitssubstanz in das Grundwasser des österreichischen Ortes Braunau am Inn des Jahres 1888 zu schicken, so dass Hitler nicht gezeugt werden kann. Und dieses Experiment gelingt auch. Und der Protagonist wacht dann, also er ist ein gescheiterter Historiker, der aber die Geschichte jetzt ändern kann, und er wacht dann in einer vermeintlich ganz anderen Welt auf. Und die Frage ist natürlich jetzt, ist diese andere Welt jetzt eine Welt, die besser ist, in der der Holocaust nicht stattgefunden hat und so weiter. Michael, also das ist dieser Protagonist, realisiert bald, dass in seiner neuen, durch sein Eingreifen veränderten Welt Hitler zwar nicht existiert hat, aber stattdessen ein anderer Nazi-Führer an die Macht gelangt ist. Dieser teilt den Antisemitismus der historischen Nazis, doch täuscht er die Welt über seine wahren Absichten hinweg, so dass die Nazis die Atombombe erfinden und ganz Europa unterwerfen können. Also es ist eine Welt, in der es zwar den Holocaust nicht gegeben hat, aber auf eine andere Art doch, weil die Nazis, und das ist jetzt so das Zeitreiseparadox, die Nazis finden nämlich ein Unfruchtbarkeitswasser genau in Braunau am Inn und zwingen alle Juden, die jüdische Bevölkerung, dieses Wasser zu trinken. Also durch den Eingriff gibt es quasi einen potenzierten Genozid. Und dann wird dieses Experiment rückgängig gemacht und das gelingt auch. Also es gibt dann noch verschiedene Twists, die ich Ihnen nicht nacherzählen kann. Die Frage wäre für uns, ob sich Fry über die Gravität des Holocausts lustig macht, ob es sich also um eine problematische Instrumentalisierung handelt. Mir scheint eigentlich deutlich, sehr deutlich, dass Frys Text nicht etwa das Leiden des Holocausts ironisiert. Vielmehr attackiert er mit den Mitteln der Komik die Idee, dass sich Geschichte von einigen starken Männern machen lässt. Fry erzählt, dass auch in einer alternativen Welt die Shoah, wenn auch anders, stattgefunden hätte und der Wunsch nach einem Umerzählen der Geschichte mit dem Trauma der Nachkommen zusammenhängt. Das heißt, dass eine Welt ohne Shoah nach Auschwitz für uns nicht mehr denkbar und auch nicht mehr erlebbar ist in gewisser Weise. Die Shoah findet also in gewisser Weise in allen möglichen Welten statt, weil das Trauma auch das alternative Denken infiziert. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu begreifen, wie ich das meine. Man kann es anhand eines zweiten literarischen Beispiels noch ein bisschen besser sehen. Es ist nur bedingt ein dem Genre der Alternate History zuzuschreiben. Time's Arrow von Martin Amis. In diesem Roman wird das Leben eines Mannes, auch ein Mann, rückwärts erzählt. Also diese Geschichte beginnt mit dem Tod und endet mit der Geburt dieses Mannes und die ganze Handlung ist auch sinnlos, denn alle Leute erbrechen Essen auf ihre Teller und gehen rückwärts und so weiter. Und es ist ziemlich drastisch erzählt, weil eigentlich das ganze Leben für diesen Protagonisten keinen Sinn ergibt. Es ergibt dann erst Sinn, als er im Lauf seines Jüngerwerdens in Auschwitz ankommt und dort SS-Mann ist. Und dieser Protagonist ist direkt für die Morde, also ist ein Täter, er ist direkt für die Morde in den Gaskammern verantwortlich. In seiner Wahrnehmung, weil alles rückwärts läuft, funktioniert das so, dass in Auschwitz Menschen gemacht werden. Also in diesem Kapitel, das wurde auch oft als skandalös empfunden, wird deutlich, dass Amis nicht bloß den Ablauf der Zeit umkehrt und ein Leben rückwärts erzählt, sondern
Für ihn stellt Auschwitz selbst das Ereignis der Verkehrung der Zeit dar. Also diese Verkehrung der Zeit ist das Verbrechen. Zum ersten Mal im Buch, in diesem Auschwitz-Kapitel, stellt der Erzähler fest, dass das Erzählte für ihn Sinn ergibt. Denn die chronologisch umgekehrte Erzähllogik stimmt mit der perversen Nazi-Logik überein. Der Massenmord erscheint als notwendigerweise unappetitlicher Vorgang der Herstellung einer neuen Rasse, ja, für ihn. Der Erzähler bei Amis befindet sich jenseits der alltäglichen und geschichtlichen menschlichen Wahrnehmung. Die Wahrnehmung, die normalerweise dem Pfeil der Zeit in die Zukunft folgen muss. Und das Experiment dieses Buches ist nun, dass dieser Pfeil der Zeit eben umgekehrt wird und damit auch den Zynismus einer sinnlosen Welt eigentlich ohne Warum, wie es Primo Levi gesagt hat, auf das stützt sich auch Amis, offenlegt. Also er sagt, es heißt dort einmal, time had no arrow, not here. Also die Zeit in Auschwitz geht nirgends hin. Das Vernichtungslager ist ein Ort ohne Zeit, zumindest ohne die sinnhafte, soziale, logische und gerichtete Zeit menschlichen Erlebens und Verstehens. Und dieses schwarze Loch infiziert nicht nur das Nachher, das für den Erzähler von Time's Arrow das Vorher darstellt, sondern eben auch das Vorher, das nun aus Sicht des Erzählers aus Auschwitz kommt. Dies bedeutet aus der Perspektive des Lesers aber, dass Geschichte und auch die Geschichte vor Auschwitz unabänderlich nur noch mit der Shoah als Horizont gedeutet werden kann. Ein Umerzählen eines historischen Faktums, das zeitliches und damit geschichtliches Erleben im nicht fassbaren Ausmaß durchbrochen hat, ist schlechterdings unmöglich. Also das wäre so pointiert vielleicht, was Time's Arrow macht, und deswegen erwähne ich das hier auch. Es gibt noch sehr viele weitere Beispiele von literarischen Umerzählungen oder Umkehrfantasien der Shoah. Man kann andere Implikationen dort studieren, das werde ich jetzt nicht tun. Ich glaube, was ich einfach darauf hinweisen möchte, ist, dass ich denke, dass mit zeitlichem Abstand zur Shoah auch die Bedeutung dieses Erzählens wächst und wachsen wird, eben weil es eine historiografische Reflexion beinhaltet. Anders als die vielen narrative, alternative Fakten, die wir in den sozialen Medien finden, auf Facebook, auf Twitter jeden Tag, auf Medienportalen wie Breitbart und anderen, die wollen die politische Realität wirklich beeinflussen. Diese Erzählungen, die ich hier anschaue, sind meistens ironisch. Sie behaupten nicht wahr zu sein, sondern weisen selbstbezüglich dauernd auf ihre eigene Fiktionalität hin. Also das Fiktionale, das kontrafaktische Erzählen behauptet nicht eine absurde Faktizität, sondern es führt eine Metafiktionalität vor, Nachdenken darüber, wie Erzählen und Geschichte oder das historische Gedächtnis zusammenspielen. Wenn ich noch 5 Minuten, ja, ich denke, es gibt noch 5 Minuten, dann würde ich, um abzuschließen, auf ein Projekt hinweisen, das unterdessen sehr berühmt geworden ist, das jetzt nicht mehr aus der Literatur kommt, sondern aus der Welt der bildenden Kunst. Es ist ein Projekt, das Geschichte nicht nur umerzählt, sondern durch eine Dekontextualisierung das Trauma des Holocaust auch für die Politik der Gegenwart aktualisiert. Es ist ein Projekt der sie lebt in Berlin seit längerem, also israelisch-deutschen Künstlerin Yael Bartana. Weiß nicht, ob das ihr Recht wäre, aber ich würde sie es mal so nennen. Sie hat ein Projekt gemacht, das heißt Jewish Renaissance Movement in Poland, und eine Kurzfilmtrilogie in diesem Projekt, And Europe Will Be Stunned. Das war äußerst, eben da geht es um die politische Imagination auch, und das hat zu verschiedenen Happenings und Konferenzen und so geführt. Aber was ich möchte jetzt vor allem auf diese Filme mich beziehen, die gehen alle von der Vorstellung aus, dass 3,5 Millionen Jüdinnen und Juden nach Polen einwandern sollen aus Israel und so die politische Realität verändert wird. Der grundlegende Impuls der Idee war es, gemäß der Künstlerin, to write new pages into a history that never quite took the course we wanted. Also to write new pages into a history that never quite took the course we wanted. Der erste Film von 2007 mit dem Titel Albträume, ist auf Polnisch, weil es auch in
polnischen Pavillon der Biennale in Venedig ausgestellt wurde, zeigt eine Rede des polnischen Politaktivisten und Intellektuellen Sławomir Sierakowski. Sierakowski steht in diesem Film in einem leeren Stadion und hält eine Rede auf Polnisch an die abwesenden Juden, Jüdinnen und Juden. Und er fordert sie dazu auf, dass sie nach Polen einwandern sollen, um damit eine durch die Shoah und die kommunistische Herrschaft verloren gegangene ethnisch-kulturelle Vielfalt Polens wiederherzustellen. Die Rückkehr der Juden, also Rückkehr in Anführungszeichen, stellt für ihn eine Utopie multikultureller Diversität Europas dar. Und das ist natürlich jetzt noch ein bisschen aktueller geworden, auch mit den gegenwärtigen Entwicklungen in Polen. Der zweite Film, Mauer und Turm, ist so im Stil zionistischer Propagandafilme der 20er Jahre gedreht. Man sieht, wie also sie hat dann in diesem Projekt auch so Manifestos gemacht, wo sie eben dieses Jewish Renaissance Movement in Polen propagiert und hat in diesem Film, das ist ein Videostill aus diesem Film, das ist dort gedreht worden, wo historisch in Warschau das Ghetto sich befunden hat. In diesem Stadtteil Warschaus. Ja, unter den verwunderten Blicken polnischer Passanten wird ein Wachturm errichtet, ein Wachturm. Eine Lehrerin hält Polnischunterricht für Israelis ab. Eine kurze Sequenz, in der ein Pionier Stacheldraht an die Holzmauer anbringt, macht die Ambivalenz der gezeigten Situation deutlich. Also es geht um eine Polarität, Israel und Polen, aber auch Exil und Ghetto, gelobtes Land und Auschwitz. Diese Ambivalenz spielt Bartana dann im dritten Film, Zamach, das, die Ermordung, dann am ausführlichsten durch. Dort wird dann der Anführer, also es ist eine Erzählung, eine Fiktion, der Anführer dieser politischen Bewegung ist dann ermordet worden und es ist ein Begräbnis dieses Anführers. Und es gibt verschiedene Reden, wo auch so die jüdische Situation eben zu Beginn des 21. Jahrhunderts thematisiert wird. An einer Podiumsdiskussion in Toronto 2012, wo ich dabei war, sagte, also als Zuhörer sagte Sierakowski, dass es ihm bei der Idee einer Einwanderung von 3,3 Millionen Jüdinnen und Juden nach Polen weniger um Möglichkeiten der Verwirklichung dieses Vorhabens geht, sondern es ging ihm um die Bedingung seiner Möglichkeit, also um einen Zustand von Potentialität. Das Jewish Renaissance Movement in Poland fordert dazu auf, die politische Realität nicht als gegeben, sondern als veränderbar zu denken, in einem Prozess mit Ideologie, poetischen und politischen Imaginationen. Zudem dekontextualisiert Bartanas Filmreihe die Erinnerung an die Shoah, indem das Erbe des Völkermordes für die gegenwärtige europäische Gesellschafts- und Immigrationspolitik thematisiert wird. Das verfolgt sie auch in weiteren Arbeiten, wo sie dann den armenischen Genozid und Kriegsverbrechen im Sudan zusammen mit der Vernichtung des europäischen Judentums thematisiert. Damit zeigt sich, dass die Kunst ein wichtiges Potenzial hat, nämlich ohne zu negieren oder hierarchisch zu werten oder direkt zu vergleichen, eine Perspektive zu kreieren, in der unterschiedliche Geschichten und unterschiedliche Traumata und Katastrophen Anerkennung finden. Damit wäre ich am Ende jetzt meiner Ausführungen und ja, ich hoffe, dass Sie zu einigen Fragen provozieren konnte. Vielen Dank. Ja, also herzlichen Dank für diesen literaturgeschichtlichen, aber auch beginnend bei den sozialen Medien, also wirklich so ein Vortrag, der durch die verschiedenen Medien auch durchgegangen ist. Vielleicht, was nochmal wichtig ist zu sagen, wir werden die Fragen über den Chat annehmen, Eva. Oder können wir die Diskussion auch so öffnen? Habe ich keine Fragen gefunden bis jetzt.
was eben für mich ganz deutlich geworden ist, dass sozusagen diese Welt ohne Holocaust in all diesen Romanen, in all diesen Texten, die Sie vorgestellt haben, eigentlich nicht existiert. Also dass es eigentlich diesen Möglichkeitsraum nicht gibt und dass ja schon dieses Tabu auch immer mit zu bedenken ist. Und was ich mir vielleicht so als Frage, was mir als Frage aufgefallen ist, aber ich bin mir nicht sicher, in dem Inglourious Basterds, in dem Film, kommt es am Ende sozusagen auch zu dieser Vernichtung des Mediums selbst. In dem Roman, glaube ich, jetzt von Stephen Fry, wird sozusagen das Genre der Dissertation zu einer Love Story. Also inwiefern diese Texte oder auch Filme, die Sie vorgestellt haben, auch eine Reflexion des Mediums selbst und der Darstellbarkeit natürlich immer mitschreiben. Das wäre so eine Frage, die mir jetzt aufgefallen ist. Und eine andere Frage, also ich finde, dass diese Debatten, die wir jetzt hier anhand dieses Vortrags nochmal sehr deutlich gesehen haben, dieses Verhältnis, das in der Geschichtswissenschaft ja oft diskutiert wird, zwischen Fakt und Fiktion nochmal ganz anders in den Mittelpunkt stellt, nämlich diese Frage nach alternativen Geschichtsverläufen, die ja auch immer wieder in dieser Fragestellung zwischen Archivierten und Nicht-Archivierten auftauchen. Also da haben wir oft in Seminaren auch schon drüber nachgedacht, was ist sozusagen dieses Potenzial des Archivs von Dingen, die wir wissen können, die wir als Fakten annehmen und des Nicht-Archivierten und welches Verhältnis spiegelt sich da eben zwischen Fakt und Fiktion? Ja, das wären so meine Fragen mal und dann hoffen wir auf Fragen der Teilnehmerinnen. Ja, vielen Dank erstmal für die beiden Fragen. Also die Frage nach der Medialität, ist das nicht meine Lieblingsfrage, weil ich dazu auch eigentlich ein eigenes Projekt mir auch schon ausgedacht habe. Also das ist mir auch schon aufgefallen, dass die Alternate History nicht nur jetzt in der Thematik der Shoah, sondern allgemein fast immer ihr eigenes Erzähltsein thematisiert und eben auch ihre eigene Medialität und das Medium, verschiedene Medien immer Thema ist. In Quentin Tarantinos Film ist das jetzt auf die Spitze getrieben und das wurde ja auch oft im Feuilleton und so drüber geschrieben, dass es eine Reflexion auf das Kino auch ist und so und diese Selbstzerstörung. Ich würde vielleicht ein gutes Beispiel findet sich auch in The Man in the High Castle. Also dort gibt es auch einen Roman im Roman, der dann nochmal eine andere alternative Geschichte schildert, auch nicht die faktuale Geschichte, sondern noch einmal eine andere. Und es geht dann immer um dieses Buch im Buch und in der Verfilmung, jetzt in der Amazon-Serie, gibt es einen Film im Film. Ja, und es jagen alle diesem Film nach. Und es werden auch diese Filmrollen, die werden auch sehr haptisch dargestellt. Also das ist irgendwie etwas, was dann fasziniert, diese Medialität. Und das findet man auch in anderen eben kontrafaktischen Darstellungen, denke ich. Zur Frage des Archivs kann ich ein bisschen weniger, jetzt glaube ich, ich würde sogar sagen, das ist ein typisches Element dieser Gattung oder dieses Genres. Das, beim zweiten, ja, ich meine, es heißt ja immer so schön, das Archiv zum Sprechen bringen und solche Formulierungen, was dann Historiker machen müssen. Aber es ist doch, ein Historiker orientiert sich eben am Archiv und was nicht drin ist, kann man höchstens spekulieren oder man kann Zeitzeugen befragen, wenn es sie noch gibt oder hat andere Spuren. Aber am Schluss ist es dann ist ja das der Bezug des Historikers. Aber da fängt dann natürlich die Aufgabe jetzt des Schriftstellers oder des Künstlers, des Künstlerinnen erst an. Ich selber bin nicht so oft im Archiv gewesen, deswegen, aber da könnten wir jetzt, dazu kann ich nicht sehr viel sagen, weil ich glaube, es ist,
Vielleicht, es gibt hier noch andere Fragen. Vielleicht kann ich dann in der Zwischenzeit noch was zum Archiv mir überlegen. Wir haben hier eine Frage von Klaus Birnstiel. Super. Vielen Dank, lieber Kaspar Badgeil. Eine Frage, die zurück zum Anfang deines Vortrags führt. Wenn sich Corona-Leugner und andere die Shoah-Symbolik aneignen und zunutze machen, welche öffentliche, künstlerische oder politische, akademische Möglichkeit siehst du, dem zu begegnen? Okay, das ist jetzt eher eine Frage für Aktivisten. Also hallo Klaus, also schön, dass du dabei bist. Ich würde lieber gerne mal wieder Mittagessen gehen mit dir, aber das geht jetzt nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man halt Widerspruch einlegt auf ganz vielen Ebenen. Und ich habe gesagt, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sterben aus oder so. Das ist ein bisschen drastisch, das zu sagen, aber es gibt sie noch. Also ich habe gerade gestern auch ein Interview gesehen mit einem in der Schweiz lebenden Überlebenden, der damals 11 war, als er befreit wurde. Und ich glaube, dass eben auch diese Leute noch einmal in den Vordergrund gerückt werden. Das würde ich mal als primär sehen, dass man also diese Erzählungen eben auch hört und dass man den Raum gibt. Also das Faktische jetzt, ich meine, und das andere, würde ich sagen, dass wirklich politisch dem entgegengetreten wird. Ja, das ist, dass man das nicht so abtut als merkwürdig. Wir haben jetzt in den USA gesehen, wohin das auch führen kann. Also ich glaube wirklich, dass dem politisch wirklich ganz krass und mit der ganzen, auch mit dem Gewaltmonopol des Staates einfach entgegengetreten wird und dass man sagt, das geht nicht. Das würde ich sehen. Ich sehe es weniger, wenn man sagt, ja, das ist fehlende Bildung und so. Ich glaube, das sehe ich irgendwie weniger. Jetzt kommt er noch. Ich lasse dich moderieren. Dann lese ich die nächste Frage vor von Gerald Steinacher, der bei uns gerade Fellow ist. Die populäre Kultur, Filme, Bücher, oft als Alternate History informiert das Wissen von vielen zum Holocaust immer mehr, wie Sie auch angeführt haben. Haben Sie einen Rat für Geschichte, Lehrer und Professoren, wie man dies im Unterricht berücksichtigen soll? Denn die Historikerinnen, Holocaust-Scholars, müssen anscheinend immer mehr darauf reagieren. Vielen Dank für den sehr guten Vortrag. Ja, auch vielen Dank fürs Zuhören und die Frage. Ich bin also eben, Ratschläge gebe ich nicht so gerne und gerade in Geschichtslehrern, also ich bin selber nicht Geschichtslehrer und so, deswegen weiß ich das einfach nicht, ja, wie, ich denke, also ein Projekt, das ich kenne, ist, das stammt aus der Schweiz, das gibt es aber auch in Deutschland jetzt, dass jüdische Schülerinnen und Schüler, von denen es nicht sehr viele gibt im deutschsprachigen Raum, aber es gibt es eben doch, die gehen ja halt in Klassen und erzählen einfach so von sich. Und das finde ich ein sehr sinnvolles Projekt, weil es menschliche Begegnungen, dann zu menschlichen Begegnungen führt, weil einfach so dieses Dozieren oder Lehren oder so, das ist oft sehr schwierig, gerade bei vielleicht sogar pubertären Schülerinnen, die haben einfach andere Probleme. Also ja, die sehen natürlich auch sofort das Provokationspotenzial dieses Themas und das verstehe ich so sogar irgendwie. Also ich bin auch ein bisschen ratlos, es tut mir leid. Ja. Sobald es keine weiteren Fragen gibt, möchte ich auch etwas fragen, das vielleicht nicht so schwierig zu beantworten wird. Mir interessiert eigentlich die Funktion oder die Dynamik von Alternate History. Weil es ist gar keine Wunder, dass es so berühmt ist und so viele Publikationen oder Bücher oder künstlerische Interventionen über das Thema Jahr zu Jahr, Monate zu Monate, Tag zu Tag publiziert werden. Ich bin eine Soziologin, also mir interessiert, warum die Shoah noch immer so eine große Rolle spielt, auch in der Literatur, dass man sogar diese
grenzüberschreitende Aktivität, also History schreiben, auch als Modus der Literatur verwendet, weil selbst natürlich die Historiker machen auch solche Experimente. Und es gibt auch viele Publikationen darüber, dass Historiker versuchen, gegen den Fakten irgendwie die Geschichte rekonstruieren oder alternative Geschichten zu rekonstruieren. Mir ist es mehr interessant, warum es ethisch oder ästhetisch so eine große Kraft noch immer hat, die Geschichte der Shoah umzuschreiben, irgendwie anders zu präsentieren. Also warum verwenden diese Erzählung die Literatur auch? Ja, also zum einen ist sicher die Alternate History so ein Genre, das, oder eine Art zu erzählen, die im Moment wie so das auch ein Lebensgefühl einfängt unserer Gegenwart. Weil, also wenn man ja, unsere Gegenwart ist ja enorm digitalisiert unterdessen und das zeigt einfach ein Bild von so einem enormen Pluralismus, also wo wirklich Realitäten sich auch aufspalten. Deswegen glaube ich, ist das Genre plötzlich so explodiert und hat so eine Faszination. Die Shoah scheint mir, es ist ja wirklich lange in der Dienst der Politik im Grunde genommen als Punkt, womit argumentiert wird, dass das eben nicht mehr passieren darf. Joschka Fischer hat so argumentiert für die deutsche Beteiligung damals im Krieg gegen Serbien zum Beispiel. Das passiert eben bis heute. Also, ich glaube, diese ethische, dieser Status ist so stark und es hat sich so als ikonisch, als das Böse auch so in die Kultur irgendwie unserer Vorstellung eingetragen, dass das natürlich dann wie so die Umschreibung dieses zentralen Ereignisses dann dass auch alles andere ändern würde, ja, vielleicht. Es ist ein zentrales Tabu der westlichen Welt, wobei eben das jetzt auch durch die Alternate History vielleicht in Frage gestellt werden kann. Man kann sagen, natürlich, es ist enorm wichtig und wir müssen das im Gedächtnis tragen, aber vielleicht auch wichtig, dass man es mal in einer Kontinuität sieht, das heißt nicht zu relativieren, sondern einfach in einer Kontinuität zum Beispiel, was Tarantino ja macht, mit der Sklaverei zum Beispiel, wie verhält sich das? Also und das sind so Fragen, die wir uns natürlich jetzt auch stellen müssen mit dem fortschreitenden Abstand, denke ich. Also gehört die Shoah in eine Reihe, eine menschliche Gewaltgeschichte oder ist sie ein singuläres Ereignis? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich möchte das jetzt nicht beantworten, aber einfach das, ich glaube, das thematisiert, das kann man eben sehr spielerisch thematisieren, in dieser Art zu erzählen. Das denke ich, das ist der Grund. Ja, wir haben eine Frage von Miriam Wilhelm, gleich mehrere. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Meine Frage, wie würden Sie weitere popkulturelle Erzählformate, allen voran Comics mit Shoah-Bezug, zum Beispiel Art Spiegelmans Maus, in dem jüdische Menschen als Mäuse und ein S-Gewalttäter als Katzen imaginiert werden, in diesem Feld der Alternate History verorten? Sehen Sie in diesem nicht nur, aber auch vor allem bei jugendlichen beliebten Genres der Comics pädagogisches Potenzial für die Vermittlung der Shoah an junge Menschen? Ja, danke für die Frage. Also ich glaube schon, also im ich meine, die Fernsehserie Holocaust, die 1978, glaube ich, ein Riesenerfolg war. Ich glaube, das ist hat nachweislich dazu geführt, dass einfach ganz viele Leute sich damals zum ersten Mal wirklich bewusst auseinandergesetzt haben, was da passiert ist. Und weil es früher immer so ein wabberndes
Trauma vielleicht gewesen ist und vielleicht diese etwas simplifizierende, kitschige Erzählung dann doch dazu geführt hat, dass man sich endlich damit beschäftigt. Und gerade, also Schindlers Liste ist so, würde ich sagen, der Punkt in der Populärkultur, also wo etwas passiert, also wo wirklich Steven Spielberg, der Regisseur von Der weiße Hai und E.T., einen Film dreht über Auschwitz und dann einen Oscar dafür bekommt und hinsteht bei der Oscar-Verleihung und eine Rede hält und so, und das, die widmet er den Opfern des Holocaust und so. Also da passiert in der Populärkultur etwas, das zu einem enormen Bewusstseinswandel beiträgt. Deswegen glaube ich ja, also unbedingt. Ich glaube, Popkultur hat diese Funktion. Es geht dann vielleicht auch ein bisschen darum, was passiert dann damit und so, aber die Frage war ja nach Art Spiegelman. Ich würde jetzt mal sagen, Art Spiegelman ist, er spielt natürlich mit Popkultur, weil er aus der Underground-Szene kommt, aus der amerikanischen, aber Maus ist ein ziemlich komplexes Stück Literatur, also es ist ein Graphic Novel, der enorm komplex ist, deswegen weiß ich nicht, ob der so, den ich jetzt noch guten Gewissens zur Popkultur zählen würde, aber auf jeden Fall zum Umfeld. Ja, dann haben wir noch eine Frage. Leonie, vielen Dank für die Ausführungen. Können Sie bitte noch etwas mehr über die Aufnahme- und Wirkungsgeschichte dieser Art von Umdeutungen und Umerzählungen ausführen? Bei welchen Altersgruppen erzielen Sie welche Wirkung? Okay, danke. Also ich kann ein bisschen etwas sagen zur Rezeption. Nicht sehr viel zu den Altersgruppen, weil ich jetzt nicht so der Literatursoziologe bin. Also ich lese einfach eher die Texte und beschäftige mich mit Deutungen. Aber jetzt zum Beispiel, also bei Inglourious Basterds habe ich die Rezeption ein bisschen mir angeschaut, ist schon länger her, aber die war sehr gespalten. Jetzt gerade in der deutschen Rezeption fand das merkwürdige Ding statt, dass sich das deutsche Publikum sich eher mit den mit jüdischen Soldaten identifiziert hat und weniger mit den wirklich den Nazitätern, wo sie eigentlich die Nachkommen sind. Man hat das auch abgelehnt, oft, dass in der Zeit zum Beispiel die linksliberale bildungsbürgerliche Position hat diesen Film eher abgelehnt, als unwürdig, wurde auch gesagt, gegenüber den Opfern der Shoah, also was auch ein bisschen merkwürdig ist, wenn dann eine deutsche Zeitung das sagt. So. Auch die israelische Rezeption war ein bisschen verhalten in den USA, war es auch sehr zwiespältig. Also ich habe gerade mir den Namen nicht mehr in den Sinn kommt, aber ein israelischer Journalist hat geschrieben, es ist eine rache Fantasie und deswegen ist es sehr unjüdisch, weil er hätte in der israelischen Armee gedient und nach diesem Erlebnis in der israelischen Armee hätte er überhaupt keine Gewaltfantasien mehr und so. Und dann, also es hat dann sehr, sehr große Implikationen in diese Rezeption. Und diese Bücher, die haben alle ihre eigene Rezeptionsgeschichte, die teilweise auch kontrovers verläuft. Und das hat dann Rammstein, also diese Band, das halte ich für eher ein bisschen plump, dieser Versuch, aber obwohl das Video recht gekonnt gemacht ist, das hat dann wirklich nur noch gezielt auf diesen Skandal. Während andere Filme natürlich nicht rein auf den Skandal gezielt haben, sich vielleicht dessen bedient haben. So. Ich glaube, da ist halt auch immer wichtig, wo man die Rezeption sich anschaut. Also ich glaube, dass es da einen sehr starken Unterschied macht, ob zum Beispiel Inglourious Basterds in Deutschland rezipiert wird oder in den USA, weil die deutsche Gedenkkultur da ja auch sich sozusagen dann sofort gewissermaßen angegriffen fühlt von solchen Filmen. Ja, also vielleicht interessant, Eli Roth, der in dem Film The Bear Jew spielt, also dieser jüdische Soldat, die deutschen Soldaten mit dem Baseballschläger totschlägt, der hat gesagt, it's all I wanted to see. Und ich denke, das ist also alles, was ich wirklich jemals sehen wollte. Und das ist eben, also diese jüdische Rachefantasie, die ist sicher bei vielen amerikanischen Juden vor allem irgendwie ein Thema. Ich glaube, weniger in Israel.
Ja, also das sind so Rezeptionsphänomene, die auch von globalen Phänomenen, die aber unterschiedlich rezipiert werden. Wir haben noch weitere Fragen. Gerald Steinacher hat nochmal eine Frage zu Gabriel Rosenfeld, hat von der Normalisierung der Shoah auch durch populäre Kultur gesprochen. Sehen Sie hier auch einen Zusammenhang mit Holocaust-Denial und Anstieg von Antisemitismus? Also eben, also Gabriel, das ist seine These, soweit ich mich erinnern kann, dass er diese Erzählungen sehr kritisch sieht, weil sie eben die Shoah irgendwie relativieren und normalisieren, vielleicht irgendwie instrumentalisieren. Ja, so. Ich glaube nicht, dass durch vielleicht skandalöse Darstellungen irgendwo in einem Video, einem Musikvideo oder so, irgendein Neonazi denkt, okay, jetzt gehe ich irgendwie zur jüdischen Gemeinde und ermorde dort alle oder so. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also das eine ist wirklich der kulturelle Raum von Fiktionen, die wirklich so oft ironisch sind, komplex, eingebettet irgendwie, wo auch Leute, die das sehen, ja auch wissen, das ist eine Fiktion und so weiter. Also die Leute sind ja nicht dumm. Also es wird immer unterstellt, dass das Publikum das so aufnimmt, Jugendliche es einfach so sehen und eins zu eins. Aber die Jugendliche sind enorm, also ich würde es einschätzen, enorm bewandert medial. Ja, die wissen, was eine Fiktion ist und was ein Videospiel und was Realität. Das ist etwas ganz anderes. Also ich glaube, ich glaube diese Fiktionen, die verunsichern, die destabilisieren, die machen Dinge deutlich, auch wenn sie ambivalent sind. Und da vielleicht auch noch eine Frage im Anschluss von David Dietelbacher, der in eine andere Richtung fragt, aber damit mit der Rezeption verbunden. Also die Frage, ob diese Filme oder Bücher nicht auch dazu beitragen, dass sich Menschen mit der Thematik beschäftigen und Zugang zur Geschichte finden. Kann sein, ja, danke für die Frage. Also klar, also es kann sein, es ist natürlich bei diesen jetzt ein bisschen speziellen Erzählungen und Filmen, wenn man jetzt nichts wüsste, dann wäre es ein bisschen problematisch. Also man muss ja irgendwie schon so eine normale, also bei all diesen Phänomenen wird vorausgesetzt, man hat irgendwie eine wahrscheinlich Gymnasialbildung oder so etwas. Oder wenigstens irgendwie wie so ein bisschen ein Bild der Realität, ja, also, sonst ist es irgendwie schon schwieriger. Also, aber klar, vielleicht regt es dann die einen oder den anderen an, jetzt mal zu wissen, okay, wie war es denn wirklich oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, aber ich weiß es nicht. Ja, dazu gibt es auch, Lukas Meißel hat eine Frage, die mich eigentlich auch, die ich sehr spannend finde. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Mich interessiert die Definition des Genres, des Kontrafaktischen oder der Alternate History. Würden dazu auch Romane bzw. Verfilmungen wie Der Junge im gestreiften Pyjama oder Der Vorleser zählen, die als sehr authentisch wahrgenommen werden, die es aber nicht sind, insbesondere da sie im Kontrast zu etwa zu Inglourious Basterds vermutlich nicht als Fiktionalisierungen wahrgenommen werden? Ja, wie sehen Sie das? Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, wie puristisch man jetzt ist. Und es gibt jetzt Leute, die würden sagen, also Alternate History, das ist eben, wenn es diesen Punkt gibt, wo etwas passiert, wo ein Ereignis dann anders eintritt, als es wirklich war, faktual oder faktisch. Und von da abgeleitet ist dann die Welt auch irgendwie eine andere und da wird eine Geschichte erzählt in diese fiktiven Welt. Ich würde, also da gibt es unterschiedliche, und dann gibt es natürlich so Mini-Alternate Histories, also dass nur ein, dass zum Beispiel etwas erzählt wird, wo dann also zum Beispiel Forrest Gump, da gibt es historische Ereignisse, die irgendwie der Ursprung wird anders erzählt oder umerzählt und niemand weiß es, außer die Leute, die diesen Film gesehen haben, wissen, ah, es war Forrest Gump und nicht irgendwie so. Das ist auch eine Art von Alternate History. Das, was Sie jetzt ansprechen, jetzt der Vorleser oder so, das denke ich, sind einfach fiktionale Erzählungen,
in diesem Thema, zu diesem Thema, die etwas, die eine Geschichte erzählen, die nicht so nicht stattgefunden hat. Und wir alle wissen das. Aber es ist halt, das ist, und das wird auch problematisiert. Also es gibt natürlich Leute, die, die sagen, das ist nicht opportun. Wir dürfen keine fiktionale Geschichte oder erzählen, die irgendwie im Holocaust spielt oder was passiert oder fragen danach, was dann passiert. Aber ich denke, man kann das kategorisch so ein bisschen unterscheiden. Ich habe jetzt einfach gefragt, wirklich spezifisch nach solchen Alternate History Elementen. So, aber Sie dürfen gerne natürlich sich weiter überlegen. Also gilt das nicht für alle, jede Fiktion und so weiter. Ja, ich meine, spannend ist einfach bei dem der jungen gestreiften Pyjama, dass mittlerweile sowas wie die Klassenlektüre in Österreich geworden ist zum Holocaust. Also dass wirklich Schüler, Generationen von Schülerinnen jetzt schon, ich weiß nicht, wann das Buch genau erschienen ist, aber dass Jahrgänge von Schülerinnen, sagen wir mal so, dieses Buch eigentlich als Zugang zum Holocaust, als ersten Zugang zum Holocaust in der Schule rezipieren. Und das habe ich schon immer ein bisschen fragwürdig gefunden. Ja? Also diese Austauschbarkeit, die damit auch suggeriert wird. Ja, sicher. Also im Einzelnen würde ich natürlich schauen, wenn es jetzt wirklich ein erster pädagogischer Zugang ist oder so, würde ich jetzt auch nicht unbedingt Inglourious Basterds empfehlen. Ja, zum Beispiel, also, oder so. Das ist klar, dann würde ich eher Anne Frank Auszüge wahrscheinlich lesen und andere Zeugnisse von Jugendlichen aus dem Holocaust, also wirklich O-Ton und eben historische Dokumente. Aber jetzt, ich habe jetzt natürlich gesprochen über Phänomene, wo sich ein Literaturwissenschaftler eben fragt, was das soll, oder? Aber jetzt als erstes, ich würde das nicht jetzt Jugendlichen zum Lesen geben in einer Schule, wenn es darum geht, was war der Holocaust? Ja. Ich schaue jetzt noch, haben wir noch Fragen? Wir haben noch zwei ganz kurze Fragen. Eine über Selig, also der Film von Woody Allen, ob es auch so eine Alternate History definierbar wäre. Und es ist noch ein, ja, was meinen Sie über das Buch Israel Island as an alternate history. Okay, jetzt kommst du zu den einzelnen Buchfragen und Filmfragen. Ich kann leider nicht immer alles wissen, weil ich dann, also ich kenne beides jetzt, also, aber ich habe diesen Film, Woody Allen Film, auch vor Jahren gesehen. Also ich habe den jetzt nicht mehr so analytisch, könnte ich dazu jetzt einfach nichts sagen. Ja, ich glaube, das geht um diese Figur, die sich immer anpasst an alles. Das ist ja auch so eine Metapher für das Judentum in der Diaspora, denke ich. Dort gibt es, also da weiß ich jetzt gerade nicht, wo so die Alternate History Elemente sind. Aber ich glaube, wenn man sie eben anfängt zu suchen, dann kommt sie an vielen Orten vor. Ja. Dass jemand wie Woody Allen damit spielt, ist für mich auf jeden Fall sehr plausibel. Ja, irgendwie. Ja, Israel Island ist ein hebräischsprachiger Roman, der in einem Teil eine Geschichte erzählt. Also es gab in den 1820er Jahren einen Plan eines deutschen Kaufmanns, Mordechai Noah, der in Niagara Falls eine jüdische Kolonie gründen wollte. Und das ist dann schief gegangen, aber der Roman geht davon aus, dass das wirklich gemacht wurde und dort jetzt eine riesige, so eine New York-mäßige Großstadt, eine jüdische eben ist. Es gibt ein schönes Kunstprojekt auch, wo man auf dem Internet und auch mit dem Handy dort so rumlaufen kann und eben man sieht dann diese Gebäude und alles, die dort wären. Also das Buch geht um diese Story. Darf ich noch was fragen? Nicht über ein einziges Buch, sondern eher über eine Metaebene der Analyse. Viele, viele Bücher, die Sie erwähnt haben, wurden von jüdischen Schriftstellerinnen geschrieben.
Entschuldigung, Schriftstellerin. Ich habe mir noch im Vorfeld überlegt, ob die Alternate History wirklich ein männliches Genre ist. Ja, das wollte ich auch. Es wäre mir sehr unangenehm, nur über Männer zu sprechen. Und dann gedacht, okay, ich klammere es einfach aus, aber diese Frage könnte man wirklich einmal stellen. Ja. Also jüdische Männer als Schriftsteller haben viele Bücher über die Shoah als Alternate History geschrieben. Und Sie haben schon darüber geredet, dass wir irgendwie an der Grenze der Memory und Post-Memory, so the Age of Post-Memory stehen, weil die letzten Überlebenden werden uns langsam verlassen. Also meine Frage wäre, ob es eine Rolle spielt, nicht in Buchschreiben, sondern in der Analyse. Könnte es auch eine Frage sein oder könnte es eine Rolle spielen, ein bisschen nachzudenken, ob es eine Art literarische Reaktion auf die Erfahrung der Eltern und Großeltern sein wird und mit diesen satirischen Elemente, mit der Ironie, mit der Selbstironie, mit der Fake-Geschichte eine Art Umgang mit der Show, wie ich damit umgehen kann als Angehörige der zweiten oder dritten Generation der Überlebenden. Ich glaube, das stimmt, was Sie sagen. Also gerade bei der einzigen Autorin, die ich wenigstens auf den Folien hatte, Nava Semmel, sie ist meines Wissens, war ihre Mutter oder ihr Vater Holocaust-Überlebender. Und da würde das jetzt ihre These bestätigen. Bei den anderen von mir erwähnten Autoren, eben Stephen Fry ist ebenfalls Nachkomme von Flüchtlingen. Denke schon, dass das stimmt. Ich weiß nicht, ob das sind jetzt ein bisschen weniger, um das zu verallgemeinern. Die deutschsprachigen Beispiele wären auch noch interessant in dieser Hinsicht, sich anzuschauen. Es gibt einen berühmten Roman, ein auch literarisch sehr anspruchsvoller Text von Christoph Ranzmeier, Morbus Kitahara, wo zwar nicht die Shoah umgeschrieben wird, aber es geht um das Gedächtnis, weil es dauernd reinszeniert werden muss, als Theaterstück, als Ritual. Und das kann ich jetzt höchstens noch so hinweisen drauf, aber da wären natürlich jetzt auch die unterschiedliche Zugangsweisen eben von Nachkommen der Täter und Nachkommen der Opfer, könnte man mal anschauen. Ja. Ich glaube, dann möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken fürs Dabeisein. Therese Stolschütz, unsere Vorstandsvorsitzende, hat auch ganz herzlich sich bedankt im Chat und für den interessanten Vortrag. Und ja, ich glaube, gibt es noch Fragen, Eva, von deiner Seite? Nein. Nein, ich wollte auch sehr, also recht herzlich bedanken. Das war eine sehr, sehr, sehr inspirierende Vorlesung und wir haben wahnsinnig viel gelernt und wir freuen uns schon auf das nächste Treffen, hoffentlich ganz in der Realität in Wien und dann können wir weiter diskutieren über die Themen, die Sie uns vorgetragen haben. Danke vielmals. Ebenfalls vielen Dank. Ja, hat mich gefreut.